Meine Damen und Herren, ich wünsche euch allen einen wunderschönen restlichen Tag. Ich habe keine Ahnung, wann dieses Video jetzt online gehen wird. Ihr fragt euch jetzt sicher schon, es ist aber kein normales LS-Video, so wie es aussieht, dauert auch nicht lange. Und es wird gerade dein Desktop aufgenommen. Ja, das soll alles so sein. Und zwar muss ich das sagen, das ist ja schon seit Anfang meiner YouTube-Karriere das Internet. Man kennt's. Es war früher schon immer nicht das Beste, meine Videos haben ein paar Stunden gebraucht, bis sie hochgeladen waren. Das war auch noch relativ alles okay, ich konnte meinen Zeitplan auch easy alles einhalten, ohne Druck, kein Problem und so weiter. Aber in letzter Zeit ist es jetzt so schlecht, dass, ich kann euch das mal kurz zeigen, wartet, so, ne warte, ich kann es euch doch nicht zeigen. Ach ne, warte, ich muss das ja rüberziehen, sonst könnt ihr es ja nicht sehen. So, wir ziehen das mal ganz kurz hier rüber, zack. Wir sind jetzt hier so in meiner, ja, wo ich halt eben Videos hochlade und so weiter. Auf YouTube-Kanal-Videos und so weiter. Und ihr seht, 38% hochgeladen. Das Ding, das wäre eigentlich die Folge für heute gewesen. Also für heute, ich nehme es am Samstagmorgen auf. Die wäre heute Mittag erschienen, normalerweise. Aber der Upload ist momentan so schlecht. Download auch. Ich bin. Also ich habe gestern mal was runtergeladen, es waren 5 Kilobyte pro Sekunde. Also, kurzer Schockmoment, ich habe mir so, okay, ich mache mal kurz die Augen zu. Ich gehe mal kurz aus dem Zimmer raus, ich gehe wieder rein und da waren da mindestens 1000 dran gestanden. Ja, hat auch nichts gebracht. Und das hat jetzt seit gestern um 8:30 bis jetzt, es ist 8:45 morgens. Also von 8:45 abends bis 8:45 morgens, so, hat das Teil jetzt geladen und es hat 38%. In der Zeit haben normalerweise früher mindestens zwei Videos von der Länge von einer knappen halben Stunde hochgeladen. Das Video ist gerade mal 30 Minuten, normalerweise. Also, das heißt, wenn ich es auch den ganzen Tag noch laufen lassen würde, wird es bis heute Abend vielleicht schätzungsweise 50% haben oder 60. Erstens, ich will es meinem PC nicht antun. Zweitens, ich könnte es zwar machen, weil ich mein PC sowieso upgrade und alles, aber trotzdem, ich brauche den jetzt noch eine Weile, weil der neue ist gerade im Bau und so weiter. Das heißt, so schnell habe ich da jetzt keinen Ersatz. Und es würde halt auch einfach nichts bringen, wenn dann die ganze Zeit einfach läuft, der Stromverbrauch geht dann ins Unmessliche. Für das, dass jetzt so ein Video fast 15.000 Stunden braucht, bis hochlädt, ja. Also, es ist gerade echt nicht so das Geile. Aber gut, ich versuch, dass ich alles mögliche. Ich habe schon alles geschnitten und so weiter. Ich kann schon alles hochladen, aber das Internet lässt es einfach nicht zu. Ja, ich bin dabei, dass ich mir gucke. Also, wenn es interessiert, ich bin jetzt momentan noch bei Telekom. Wir haben schon geguckt, was denn das beste Internet für diesen Bereich, wo jetzt ich bin, in Bayern, wäre. Und das sind 6 Megabyte Download und 2,5 Megabyte Upload. Ja, hört sich besser an, ist aber trotzdem scheiße, weil zum Streamen, wenn ich auf 1080p streamen will und mit 60 FPS brauche ich mindestens 6 Megabyte Upload. Und klar, Telekom wird's machen. Es gibt ja Telekom, glaube ich, maximal von Magenta Tarif von 250 MB Download bis zu 100, nee, bis zu 50 Megabyte Upload. Das wäre so richtig, dass das Flaggschiff unter denen, sagen wir so. Ich habe mir rausgesucht, welchen ich nehmen würde: 100 Megabyte Download und 50 Megabyte Upload. Nur das Problem ist, der PC sagt, eingegeben, man kann ja da prüfen, ob es für deinen Ort passt. Und dann sage ich, nee, deine maximale Leistung sind eben diese 6 Megabyte Download und 2,5 Upload. Der Telekom
Mitarbeiter, mit dem wir mal da geredet haben, sagt, nö, also soweit ich weiß, sind bei Ihnen maximal 100 Megabyte Download und 50 Megabyte Upload möglich. Ist die Frage, liegt der PC falsch oder liegt der Mitarbeiter falsch? Das heißt, wir rufen jetzt nochmal an, möglicherweise, dann wir vielleicht an einen anderen kommen. Wenn der das gleich sagt, dann ja, lass ausprobieren. Wenn er aber sagt, nee, das geht nicht, dann heißt bye bye Telekom, hallo LEW. Ja, weil LEW geht bis zu, Leute, und das ist jetzt kein Spaß, bis zu 1000 Megabyte Download. Das heißt, das ist 1 Gigabyte. Das ist schon das End. Ich weiß nicht, ob es noch größer geht, aber das werde ich mir auf jeden Fall nicht holen, weil das ist. Erstens, ich weiß, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie viel es kostet, aber es wird erstens sauteuer sein. Also ich würde da mal rechnen, 500 Euro im Jahr. Doch, ich glaube, auf 500 Euro kommt man im Jahr locker. Und zweitens, ich glaube auch gar nicht, dass das bei uns möglich wäre. Glaube ich. Ich bin mir zwar nicht sicher, ich muss mich da erst genauer reingucken, wie gesagt. Wir schauen jetzt erstmal noch bei Telekom, ob das jetzt wirklich so ist, dass wir maximal bei 6 Megabyte sind können oder ob wir doch den anderen mit 100 Megabyte haben können, weil das wäre schon geil, wenn da könnte ich auch, wenn das Internet jetzt wirklich schlecht wäre, dann habe ich, also das Schlechteste sind in dem Fall 20 Megabyte Upload. Das heißt, ich könnte auch noch easy was hochladen, ich könnte easy streamen und alles. Aber naja, wenn es natürlich für die hier nicht gibt, dann ist es natürlich immer scheiße, ne? Gut Deutsch gesagt. Und ihr seht, ich glaube jetzt schon seit knapp 7 Minuten. Und vorher ist in 7 Minuten mindestens 1% hier hochgegangen. Ja, ist hier nicht, ne? Ist hier nicht. Gut. Das heißt, wir ziehen das mal wieder hier auf meinem Bildschirm rüber. So. Und ja, aber ich glaube, ich habe dann für heute schon wieder genügend gelabert. Das Traurige ist halt einfach auch noch. Ich habe halt zwei neue Projekte in Planung. Ne, drei. Die wo natürlich jetzt nicht unbedingt ins Wasser fallen, aber es wird halt einfach echt problematisch, ne? Also wenn es weiterhin so bleibt, wenn es natürlich wieder besser wird, so dass es wieder in die alten Zeiten geht vom Internet, dann ist es besser, weil da kann ich die Videos wieder locker hochladen, aber was das momentan ist, das kann ich vergessen. Ist real, das kann ich echt in die Tonne schmeißen, also das läuft nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Aber ich werde trotzdem nicht einfach auf sagen, nee, es ist jetzt so wenig Internet, ich höre jetzt damit auf, ich habe keinen Bock mehr oder so weiter. Ich schaue, dass ich, hoppala. Ich glaube, wir sind gegen das Mikrofon gekommen, sorry Leute. Ja, ich werde da gucken, dass ich das möglichst beste Internet aus Telekom, wenn nicht Telekom, dann aus LEW raushol, so dass wir endlich kommende Streams zusammen machen können, dass wir endlich kommende mehr geile YouTube-Projekte machen können und so weiter, weil die Zeit haben wir, die Zeit habe ich. Das ist nicht das Problem, das kann ich alles easy machen, aber es ist halt einfach die Zeit vom Upload. Es ist einfach scheiße. Und klar, ihr könnt euch dann insgesamt in der Woche ein Video hochladen. Mein PC läuft dann 5 Tage. Ein Video ist hochgeladen. Nice. Ja, das heißt, das würde momentan ein bisschen pausiert werden. Ich halte euch immer mit so Kurzvideos hier, wie das jetzt hier auf dem momentanen Stand, wie es ist. Weil das ist jetzt auch knapp 10 Minuten, aber es ist. Wenn man jetzt den LS und das hier, also den Desktop hier vergleicht, ist halt schon eine andere Grafik. Also der braucht hier eigentlich nur ein bisschen Grafik und halt einfach die Stimme. Und das kann er halt einmal schneller hochladen. Es geht in ein paar Sekunden. Ein paar Sekunden, ja, eine Minute oder drei. Und der LS braucht halt einfach viel mehr. Braucht halt einfach viel mehr Datei. Die Dateigröße ist einfach viel größer. Also ich glaube jetzt, wenn ich jetzt ein LR-Bar-Video nehme, hat meistens 20 bis 30. Gigabyte und ich gucke jetzt da mal kurz, aber das wird wahrscheinlich haben, lass mich lügen, warte, kann ich nachschauen,
Das war jetzt, ah, das kann ich jetzt nicht sehen, was gerade in der Aufnahme ist, okay. Aber ich würde mal sagen, vielleicht höchstens 5. Aber wie gesagt, das war's soweit. Ich habe euch alles gesagt, was los ist. Und ja, ich werde auch auf Instagram nicht auf beiden, aber halt auf meinem BG, also dem YouTube-Kanal, YouTube-Instagram-Kanal, auf dem Laufenden halten, ist unten in der Videobeschreibung, glaube ich, in der zweiten, dritten Zeile verlinkt. Und ja, dann wünsche ich euch halt noch einen wunderschönen restlichen Tag, wo auch immer dieses Video online kommt. Und wir sehen uns hoffentlich bald demnächst in einer neuen Folge auf der Gemeinde Rari Ellerbach oder in einem Infovideo. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Tag. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao.